So, liebe Herr Tarnerinnen und Herr Tarner, ich glaube, wir können dann jetzt beginnen. Ich begrüße euch alle ganz herzlich zur heutigen Mitgliederversammlung des Hertha BSC e.V. Bevor wir mit der Versammlung beginnen, möchte ich dazu aufrufen, euch von euren Plätzen zu erheben und für einen Moment innezuhalten, um den Opfern der schlimmen Verbrechen in Israel zu gedenken. Der grausame Terror, der zahlreichen Unschuldigen, jungen wie alten Menschen das Leben gekostet hat, erschüttert und entsetzt uns zutiefst. Diese Gräueltaten gilt es auf das Schärfste zu verurteilen. Darüber hinaus möchten wir uns mit allen Betroffenen aus unserer Hauptstadt solidarisch zeigen, insbesondere unseren Sportkameradinnen und Sportkameraden vom TuS Maccabi Berlin, die ihren Trainings- und Spielbetrieb vorübergehend ruhen lassen mussten. Es darf nicht sein, dass Sportlerinnen und Sportler nicht frei von Bedrohung ihrer Leidenschaft nachgehen können. Umso wichtiger ist es, sich von diesen schrecklichen Taten nicht unterkriegen zu lassen und ein Zeichen für Toleranz sowie ein friedliches Miteinander zu setzen. Wir bitten nun um einen Augenblick des Schweigens. Vielen Dank. So, ich bleibe jetzt mal hier am Pult stehen. Im späteren Verlauf werde ich dann das Handmikro wieder zur Hand nehmen. Ich begrüße euch nochmal ganz herzlich. Freue mich, dass ihr heute so zahlreich erschienen seid. Wir haben eine sehr lange Mitgliederversammlung vor uns. Dementsprechend haben wir den formellen Teil heute auch wieder ein wenig aufs Formelle reduziert. Das Talk-Format, was ihr die letzten Veranstaltungen gewohnt gewesen seid, auf das müsst ihr heute leider verzichten. Wir werden die Berichte der Gremien und der Abteilungen heute ganz normal im Berichtsformat abhalten. Wir bitten da um Verständnis. Die Veranstaltung wird heute sicherlich lange genug. Im Mittelpunkt der Veranstaltung soll natürlich die Nachwahl des Präsidiums stehen und dazu dann später mehr. Ich begrüße zunächst die Mitglieder des Präsidiums. Allen voran möchte ich ganz herzliche Genesungswünsche und gute Besserung an unseren Präsidenten ausrichten. Lieber Kai. Lieber Kai, ich hoffe, du kannst das hören. Vielen Dank für euren freundlichen Applaus. Ja, ich hoffe, er ist beim nächsten Mal wieder hier. Ich als stellvertretender Präsident bin heute seine Vertretung. Das ist alles ein wenig kurzfristig gewesen. Dementsprechend bitte ich euch, meine anfängliche Nervosität ein bisschen nachzusehen. Danke, das macht es mir schon mal leichter. Jetzt möchte ich die übrigen Mitglieder des Präsidiums begrüßen. Frau Anne Jüngermann, Herrn Permok Stümer und Hans-Joachim Blesing. Weiter möchte ich die Mitglieder des erweiterten Präsidiums begrüßen, sofern sie heute anwesend sind. Das ist Herr Thomas Segler, der Vorsitzende der Tischtennisabteilung, und Herr Andreas Ziebert, der Vorsitzende der Abteilung Kegeln. Heute leider nicht anwesend sein können, sind der Leiter der Abteilung Fußball, Herr Bernd Wusterhausen. Dieser wird vertreten durch Herrn Andreas Quirin, seinen Stellvertreter. Und nicht anwesend ist leider auch der Leiter unserer Boxabteilung, Herr Hagen-Döring. Dann möchte ich ganz herzlich unseren Geschäftsführer der KGaA begrüßen, lieber Tom Herrich. Schön, dass du dir auch heute wieder die Zeit genommen hast. Auch möchte ich unsere sportliche Leitung begrüßen, Benjamin Weber, Andreas Zecke-Neuendorf. Und den Cheftrainer unserer ersten Mannschaft, Paul Dardai.
Wenn ich hier mit meinem Teil fertig bin, möchte Paar noch ein paar Worte an euch richten, aber noch einen kleinen Moment Geduld bitte. Dann möchte ich die weiteren Gremien unseres e.V. begrüßen. Zuallererst den Aufsichtsrat des Hertha BSC e.V., den Ältestenrat, die Mitglieder des Vereinsgerichts sowie des Revisionsausschusses. Und ich möchte auch die Mitglieder des Aufsichtsrats der KGaA ganz herzlich begrüßen. Und heute unterstützend bei uns auf der Bühne für den Moderationspart ganz herzlichen Gruß zum ersten Mal heute in dieser Funktion unsere Direktorin Kommunikation Vera Krings. Nicht ganz so neu in seiner Rolle, aber immer wieder sind wir sehr froh, dass er heute hier ist. Mit Beschluss vom 30.08.2023 haben wir gemäß Ziffer 3, Paragraph 13, Ziffer 1 unserer Satzung Herrn Dr. Dirk Lenfer zum Versammlungsleiter bestimmt. Schön, dass Sie da sind. So, jetzt muss ich leider kurz etwas vom Handy ablesen, denn uns haben noch zwei Nachrichten erreicht, die etwas überraschend gekommen sind. Ich soll es euch aber nicht vorenthalten. Zunächst möchte ich euch mitteilen, dass Herr Klaus Brüggemann mit sofortiger Wirkung seinen Rücktritt als Vorsitzender des Aufsichtsrats und als Mitglied des Aufsichtsrats erklärt hat. Ich bin gebeten worden, seinen offenen Brief und seine Rücktrittserklärung hier einmal vorzulesen. Deswegen jetzt leider nochmal der Blick aufs Handy. Lieber Präsident, liebe Kolleginnen, lieber Herr Thaner, hiermit lege ich mein Amt als Mitglied des Aufsichtsrats und damit auch dessen Vorsitz mit sofortiger Wirkung nieder und möchte an dieser Stelle kurz meine Beweggründe darlegen. Jeder, der mich gut kennt, weiß, dass ich niemand bin, der sich wegduckt oder konstruktiven Diskussionen aus dem Weg geht. Mir ist auch klar, dass ich denen, die mich diffamieren, mit dem Rücktritt einen Gefallen tue. Aber es geht um Hertha BSC und nicht nur um mich. Wie weit ist es in unserem Verein gekommen, dass Leute, die eine Haltung haben, weggemobbt werden? Kai Bernstein ist privat bestimmt ein netter Mensch und er hat für einen überragenden Support aus der Kurve gesorgt. Er ist aber sichtlich überfordert mit dem Präsidentenamt und erst recht mit einer etwaigen bezahlten CEO-Position. Werteorientierung, keine Vetternwirtschaft, zusammenführen sollte man nicht nur im Wahlkampf propagieren, sondern, wenn man im Amt ist, auch leben und nicht konterkarieren. Den Gesellschafter, Hauptsponsor und die Verbände zu beschimpfen, bringt natürlich Applaus aus der Kurve. Er schadet aber selbst bei berechtigter kritischer Hinterfragung der Sache und Hertha BSC. Einen Verein zu führen ist sehr komplex und man benötigt eine wirtschaftliche und sportliche Strategie und Kompetenz. Ich habe mich für den Vorsitz in den Aufsichtsrat nicht aufgedrängt, sondern bin der Bitte von zahlreichen Vereinsvertretern nachgekommen, die mich damals darum gebeten haben. Punkt. Viele sind mit der Art meines Vorgängers nicht mehr zurechtgekommen. Zudem war Herr Dr. Klein ein Aufsichtsratsvorsitzender, der im Gegensatz zu mir immer mitentscheiden wollte bis zum Frühsommer 2022 an fast allen maßgeblichen Entscheidungen, die den Verein in den Abgrund geführt haben, beteiligt. Dass mein Vorgänger mir in den letzten 1,5 Jahren das Leben schwer gemacht hat und ich zu hören war, immer wieder verlautet hat, dass er mich verhindern muss und alles tun muss, wird, dass er wieder den Vorsitz übernimmt, ist nur unsportlich und schadet Hertha BSC. Ich habe mich fast 30 Jahre für den Verein ehrenamtlich engagiert, nicht einen Euro an Kosten und Spesen abgerechnet. Nun muss ich aber meine Gesundheit, meine Familie und letztendlich auch Hertha BSC unterstützen. Mich schmerzt der Rücktritt sehr, da der Verein nach wie vor vor großen Herausforderungen steht und ich mich mit meiner sportlichen und auch wirtschaftlichen Kompetenz gerne weiter eingebracht hätte. Da ich mich aber nicht verbiege und versuche, bei allen Fehlern, die man sicher auch mal macht, Haltung zu zeigen, gehe ich diesen Schritt. Ich möchte klarstellen, dass ich damit nicht einer Abwahl zuvorkommen möchte. Aufgrund der großen Unterstützung in den letzten Tagen gilt es als gesichert, dass es für eine Abwahl keine Mehrheit geben würde. Ich bedanke mich bei allen, die mich unterstützt haben und in den letzten 10 Tagen gebeten haben, doch bitte für den Verein durchzuhalten, um Verständnis für diesen Schritt. Ich wünsche dem Verein und insbesondere dem Team um Paul, Benny und Tom auf dem Weg nach oben alles Gute.
In diesem Zusammenhang möchte ich auch mitteilen, dass auch das Aufsichtsratsmitglied Renate Dömer gleichzeitig ihren Rücktritt erklärt hat. Auf diesem Wege bedanke ich mich bei Renate und bei Klaus für die geleistete Arbeit in den letzten Jahren und wünsche Ihnen auf Ihrem Weg im Namen von Hertha BSC selbstverständlich alles Gute. So, bevor wir jetzt zu Pahl kommen, möchte ich auch ganz herzlich, ich möchte Sie exponiert hervorheben, unsere Frauen von Hertha BSC begrüßen. Schön, dass ihr da seid. Toll, wie gut und wie schnell ihr euch in unseren Verein eingelebt habt. Und ein extra Applaus ist, glaube ich, auch die aktuelle Tabellensituation wert. Dritter Platz der Regionalliga. Respekt und weiter so. Auch den geladenen Medienvertretern, die heute auch wieder durch uns zugelassen worden sind, wünsche ich natürlich einen guten Tag und eine gute Veranstaltung. Und jetzt übergebe ich Pahl das Wort. Also erstmal schönen guten Tag für alle. Letztes Mal haben wir uns Mai gesehen. Ich habe hier gestanden. Ja, die Familie Hertha war ein bisschen traurig. Und dann eigentlich wir haben einen neuen Weg gesucht. Der neue Weg war angesagt, ein Berliner Weg mit vielen Nachwuchsspielern, mit vielen Menschen, dass die Leidenschaft und traditionmäßig zu den Vereinen gehören, einen ehrlichen Weg gehen. Ja, und jeder, der uns gefolgt hat oder ein bisschen die Mannschaft und die ganze Reihenfolge beobachtet hat, dann kann man sagen, dass bei der Führung, ich bin heute sehr dankbar für Tom, für Benny, für Zecke, auch für Kai, dass jeder hat sein Wort gehalten. Ja, wir waren geduldig, aber heute kann ich sagen, dass wir eine gute Mannschaft haben. Sehr ehrliche Jungs, eine sehr gute Mischung. Natürlich, wir reden jetzt über eine zweite Liga, einen Neuanfang. Aber Sommer war klar, dass wir ein tolles Publikum haben, tolle Zuschauer. Aber war unklar, wie wird die Mannschaft funktionieren. Und heute stehe ich hier und ich kann sagen, ich bin sehr zufrieden mit der Entwicklung, ja, was mit unserer Mannschaft passiert hat. Wir haben sehr gute Führungsspieler, ja, wir haben auch sehr viele junge, talentierte Spieler. Und die Kabine beherrscht eine riesen Stimmung, Fleiß. Und ich glaube, für den Erfolg, das wichtigste immer, willig und fleißig sein. Und ich glaube, bei der Mannschaft jetzt, kann ich über jede Spieler sagen, die tragen sie die Fahne sehr leidenschaftlich und geben sie alles für Hertha BSC. Ja, und wir versuchen, bei diesem Weg zu bleiben. Aber wir brauchen eure Unterstützung. Ja, und ich bin hier nicht viel zu versprechen. Ja, aber wir bleiben bei diesem Weg. Und mein Ziel ist eigentlich, weil jeder fragt, wie ist das Ziel mit dieser Phase, wo wir jetzt sind, wenn die Mannschaft dranbleibt, wenn weniger Verletzungen kommt. Also bis Weihnachten wollen wir schon die fünfte, vierte Platz, ja, erreichen, weil dann haben wir für die Rückrunde eine gute Zukunft. Dankeschön, alles Gute. Ja. Ja, vielen Dank, lieber Kai, für deinen emotionalen Bericht. Jetzt kommen wir einmal kurz zum etwas trockenen Teil, nämlich den Bericht des Präsidiums und den Zahlen. Kurz zur Organisationsstruktur des Präsidiums. Die Präsidiumsarbeit erfolgt sowohl im Gesamtpräsidium inklusive dem erweiterten Präsidium als auch in den einzelnen Unterausschüssen. Diese sind der Personalausschuss, der Fußballausschuss, der Finanzausschuss und der Mitgliederausschuss. Seit der letzten Mitgliederversammlung am 14.05.2023 haben insgesamt 6 Präsidiumssitzungen stattgefunden. Die erste Sitzung erfolgte am 7. Juni 2023,
die letzte am 4. Oktober 2023. Die Sitzung fand zum Teil als Videokonferenzen ohne persönliche Präsenz der Präsidiumsmitglieder statt. An den Präsenzsitzungen haben einzelne Präsidiumsmitglieder bzw. Teile der Geschäftsführung virtuell teilgenommen. Die Sitzungen der einzelnen Unterausschüsse fanden ebenfalls statt. Die entsprechende Berichterstattung erfolgte dann in den folgenden Präsidiumssitzungen. Die Sitzungen fanden teilweise auch als Sitzungen des erweiterten Präsidiums statt, jeweils mit den Abteilungsvorsitzenden der Amateurabteilungen Fußball, Tischtennis, Boxen und Kegeln. In diesen Sitzungen des Präsidiums inklusive des erweiterten Präsidiums wurden im Wesentlichen die folgenden Themen behandelt: der Haushalt der einzelnen Abteilungen, die sportlichen Berichte der Abteilungen und auch jetzt die Vorbereitung der Mitgliederversammlung. In den Sitzungen des Präsidiums wurde ausführlich über die laufende Berichterstattung der Geschäftsführung durch Tom Herrich und sowohl über den wirtschaftlichen sowie den sportlichen Bereich der KGaA gesprochen. Die im wirtschaftlichen Bereich hatten wir als wichtigste Themen die aktuelle Planung der Saison 2023/24. Wir wurden laufend über Vertragsgespräche und Vertragsabschlüsse mit Sponsoren informiert. Im sportlichen Bereich haben sowohl Tom als auch Benjamin Weber die sportliche Situation der Lizenzmannschaft erörtert. Wir haben die Transferperiode im Sommer 2023 und die Personalplanung für die jetzt laufende Saison sehr intensiv besprochen. Und auch die sportliche Situation der U23 war ein Thema. Insgesamt hat es seit der letzten Mitgliederversammlung am 14. Mai 2023 29 zustimmungspflichtige Geschäfte gegeben, die das Einverständnis des Präsidiums für die Geschäftsführung erforderten. Diese 29 Zustimmungen wurden erteilt. Der Ausblick für die nächsten Monate ist natürlich die Aktualisierung der wirtschaftlichen Planung für die Saison 2023/2024 in der zweiten Bundesliga. Dazu wird Tom nachher noch einige Worte an euch richten und auch schon ein bisschen vorblickend die Personalplanung für die Transferperiode in der Winterpause 2023/2024. Jetzt kommen wir zur Gewinn- und Verlustrechnung der Saison 2022/2023 des e.V. Ihr seht, der Verein hat Umsatzerlöse in Höhe von 2.828.417,52 €. Das ist eine geringe Mehreinnahme im Vergleich zum Vorjahr. Demgegenüber stehen noch sonstige betriebliche Erträge. Diese Umsatzerlöse sind die Mitgliedsbeiträge des e.V. Also vielen herzlichen Dank an euch alle. Durch die Mitgliederzahlen, zu denen ich gleich noch komme, werdet ihr sehen, dass die Umsatzerlöse sich da auch im nächsten Jahr noch mal erheblich steigern dürften. Die sonstigen betrieblichen Erträge sind unter anderem die Zuzahlung durch den Kooperationsvertrag der KGaA und auch Sponsoren, Zuschüsse von Förderungsprojekten und Ähnliches. Diese belaufen sich in diesem Jahr auf 3.528.599,95 €. Ihr seht, ein deutlich höherer Zuschuss als im Vorjahr. Der Personalaufwand ist im Vergleich zum Vorjahr deutlich gestiegen auf 1.936.126,34 €. Auch die Sozialabgaben sind gestiegen, wie ihr sehen könnt. Hinzu kommen Abschreibungen und sonstige betriebliche Aufwendungen. Bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen handelt es sich hauptsächlich um die Bewirtschaftungskosten der Sportanlagen und ganz großer Batzen sind auch die Kosten für die Mitgliederbetreuung und auch die Kosten für Mitgliederversammlungen. Dazu werde ich auch gleich noch ein paar Worte an euch richten. Ja, vielleicht kleine Erläuterung, warum die Ausgaben im Vergleich zum Vorjahr so stark gestiegen sind. Wir haben hier in der Bilanz 2022/23 die erste Saison, die komplett ohne Corona-Auflagen gelaufen ist, sodass hier natürlich auch keine Einsparungen mehr erfolgten, sondern auch wieder die kompletten Kosten angefallen sind. Dann haben wir keine Zinserlöse, haben Zinsen und ähnliche Aufwendungen zu zahlen. Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit liegt bei 130.195,46 €. Hinzu kommen noch Steuern und ein Jahresüberschuss und Fehlbetrag dank der Ausgleichszahlungen der KGaA von 0 €. Jetzt noch ein Blick auf die Aktiva, wo wir
das Anlagevermögen haben durch Sachanlagen, Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten, einschließlich der Bauten aus fremden Grundstücken, Betriebs- und Geschäftsausstattung und dann die Finanzanlagen, Anteile an verbundenen Unternehmen, das Umlaufvermögen, Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände, Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Forderungen aus Transfer, Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht und sonstige Vermögensgegenstände. Die Kassenbestände haben wir ja bei den Guthaben, bei Kreditinstituten des Schecks und die Rechnungsabgrenzungsposten. Dann haben wir auch noch die Seite der Passiva. Wir haben ein Eigenkapital von 2.233.043,55 € aufzuweisen. Projektförderungszuschüsse als Sonderposten mit Rücklageanteil von 815.736 €. Dann haben wir Rückstellungen, Steuerrückstellungen in Höhe von 30.980 € sowie sonstige Rückstellungen in Höhe von 19.525,06 €. Dann haben wir noch die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, Verbindlichkeiten gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht und sonstige Verbindlichkeiten. Die Rechnungsbegrenzungsposten gliedern sich in die Mitgliedsbeiträge, lebenslange Mitgliedschaften und übrige. So viel zu den Zahlen. Stichwort Zahlen. Kommen wir jetzt mal zu ganz erfreulichen Zahlen, nämlich unsere Entwicklung der aktuellen Mitgliederzahlen. Ich bin unheimlich stolz darauf, heute die Zahl von 49.440 Mitgliedern verkünden zu dürfen. Ihr seht, als wir letztes Jahr angetreten sind, lag die Zahl bei 44.211. Wir haben hier eine Steigerung von mehr als 5.000 Mitgliedern innerhalb eines Jahres, trotz sportlichen Abstieg. Vielen, vielen Dank. Die Mitglieder gliedern sich auf in 48.934 Mitglieder bei der Fußballabteilung. Auf Platz 2 mit einer ganz starken Zahl von 323 Boxern, 117 Mitglieder in der Tischtennisabteilung und 66 Mitglieder beim Kegeln. Davon sind die aktiven Mitglieder 1.130. Der Anteil der Frauen bei unseren Mitgliedern liegt bei 18%. Der Anteil der Kinder und Jugendlichen bei 21,3%. Und, das möchte ich jetzt wirklich betonen, wir haben hier ein organisches Wachstum. Diese Mitgliederzahlen stammen nicht von Neumitgliederkampagnen, die energisch geführt worden sind oder Ähnliches. Im Gegenteil, wir haben die Neumitgliederkampagnen signifikant zurückgefahren und unseren Ansatz hierbei geändert. Die Frage ist doch nicht mehr, wie wir um jeden Preis Neumitglieder generieren können, sondern vielmehr, wie wir dieses organische Mitgliederwachstum auch nachhaltig vorantreiben können. Für alle, die jemanden kennen, der vielleicht noch nicht Mitglied ist, der Ansatz muss doch sein, du musst merken, warum du Mitglied bist. Und du musst merken, wenn du nicht Mitglied bist, dass dir hier eigentlich was fehlt. Und daraus verfolgen wir jetzt den Ansatz, die Bestandsmitglieder hier stärker mit einzubeziehen, beziehungsweise die Förderung unserer Bestandsmitglieder weiter zu intensivieren. Es ist uns daher ein besonderes Anliegen, das organische Mitgliederwachstum weiterhin voranzutreiben und dazu zählen auch weiterhin gelegentlich gezielte Neumitgliederkampagnen. Aber das vorrangige Ziel ist es, dass jedes Mitglied den Vorteil seiner Mitgliedschaft auch tatsächlich spürt und jedes Nichtmitglied merkt, mir fehlt was, ich muss Mitglied bei Hertha BSC werden. Das Motto lautet daher Mitglieder first. Und der Fokus der aktuellen Kampagnen liegt auch auf unseren Bestandsmitgliedern. Vielen Dank. Ihr habt es ja schon gemerkt, was für Vorteile ihr dieses Jahr gehabt habt. Die Mitgliederverkaufsphase für die Dauerkarte. Erstmalig konnten nach der Reservierungsphase der bisherigen Dauerkarteninhaber, Inhaberinnen und Inhaberinnen, vor allen anderen die Mitglieder ihre Dauerkarte bestellen und kaufen. Es gibt einen Mitgliedervorverkauf für alle Heim- und Auswärtsspiele. Gerade bei den Auswärtsspielen merkt man die enorme Nachfrage.
Nach Abschluss des Mitgliederverkaufs waren bisher bei allen Auswärtsspielen sämtliche Stehplatztickets restlos vergriffen. Vielen Dank auch für eure Reiselust und für eure Unterstützung auf diesem Wege. Hier merkt ihr schon die Vorteile, die weit über das hinausgehen, was unsere Satzung vorsieht, die ja lediglich ein Vorverkaufsrecht bei Heimspielen vorsieht. Weitere Aktionen haben wir. Wir haben das ab dem Spiel gegen Paderborn für unsere Mitglieder des Teams 030 ein besonderes Ticketangebot. Ab diesem Heimspiel haben unsere Team 030-Mitglieder die Möglichkeit, Tickets im Oberrang für 10 Euro oder im Unterring für 20 Euro zu erwerben. Das ist ein Baustein, um junge Herthanerinnen und Herthaner an uns zu binden und ihnen auch zukünftig ein bezahlbares, blau-weißes Stadionerlebnis zu ermöglichen. Wir werden dazu auch noch ein Newsletter verfassen, wo ihr die Infos dann auch noch mal gebündelt nachlesen könnt, für alle, die jetzt nicht mitschreiben. Generell gilt der Fokus stärker darauf, auch unsere Kiddies und Team 030-Mitglieder zu fördern. Hier planen wir in den nächsten Monaten noch diverse weitere Aktionen in Zusammenarbeit mit der Mitgliederabteilung und Veranstaltungen, um die kommende Generation an Herthanerinnen und Herthanern an uns zu binden. Auch hier wieder deutliche Vorteile gegenüber dem, was es früher gegeben hat und auch das, was die Satzung vorsieht. Was haben wir noch gemacht? Es gab einen exklusiven Pre-Sale beim Stadtteil-T-Shirt dieses Jahr. Unser aktuelles Bezirks- bzw. Stadtteil-T-Shirt wurde erstmalig einige Tage vorher exklusiv nur den Mitgliedern angeboten. Auch hier haben wir den Mitgliedern einen größeren, Rabatt für unsere Trikots gewährt, um der höheren unverbindlichen Preisempfehlung von Nike etwas entgegenzuwirken und freuen uns natürlich auch, dass wir dem so stark nachgekommen sind. Wir werden auch zukünftig im Merchandising-Bereich mehr Anreize schaffen und die Vorteile für unsere Mitglieder auch hier weiter fördern. Kleiner Hinweis im Sinne des Berliner Weges. Alle unsere Neuverpflichtungen, die dieses Jahr zu uns in die zweite Bundesligamannschaft gestoßen sind und alle Frauen sind Mitglied bei Hertha BSC geworden. Auch da ein ganz herzliches Dankeschön. Auch die lebenslange Mitgliedschaft erfreut sich einer sehr starken und weiter anhaltenden Beliebtheit. Also wenn ihr noch überlegen wollt, was ihr Leuten zu Weihnachten schenken könnt, lebenslange Mitgliedschaft, 1892 Euro, rechnet's hoch, es lohnt sich. So, dann wollen wir auch in Zukunft, müssen wir natürlich auch ein wenig unsere Einsparungen und unseren Sanierungskurs auch im e.V. ein wenig berücksichtigen. Ihr wisst, es gibt derzeit Jubiläumsgeschenke und da müssen wir ein bisschen mehr mit Augenmaß umgehen, um auch der wirtschaftlichen Situation gerecht zu werden. Für unsere Jubilare, die eine 5-jährige, 10-jährige, 15-jährige und 20-jährige Mitgliedschaft haben, gab es ja immer diverse Goodies, die ihr zugeschickt bekommen habt. Von diesem Weg werden wir ein wenig abkommen. Wir werden die Geschenke nicht mehr verschicken. Wir werden aber allen Jubilaren die Möglichkeit geben, diese Geschenke, die im deutschen Fußball und in der Mitgliedslandschaft der einzelnen Vereine nahezu einmalig sind, selbst abzuholen. Also es ist einfach ökologisch und ökonomisch nicht mehr zu rechtfertigen, wenn wir einen Kugelschreiber an ein Mitglied aus Mexiko versenden, wo wir nicht mal wissen, ob der sich darüber freut. Von daher werdet ihr die Möglichkeit haben, zukünftig eure Geschenke als Jubilare auf der Geschäftsstelle und in den Fanshops abzuholen. Und auch bei den Heimspielen wird es die Möglichkeit geben, bei der Fanbetreuung im Container vor der Ostkurve sich die Goodies abzuholen. Und auch für Exil-Herthaner arbeiten wir an der Möglichkeit, dass die Möglichkeit haben, vielleicht im Rahmen von Auswärtsspielen oder in irgendeiner gearteten Art und Weise, sich ihre Geschenke abzuholen. Nach der Saison werden wir mal gucken, wie wir die Situation dann bewerten. Aber das ist erstmal der Weg, den wir jetzt gehen möchten. Dann kommen wir mal kurz zu dem Versand der Geburtstagskarten. Wir wissen, jeder freut sich heutzutage über positive Post, vor allem, wenn er seinen Postkarten im Postkasten hat und es ist mal keine Rechnung mehr. Aber auch da sind wir wieder bei den Zahlen und der Wirtschaftlichkeit. Wir werden unseren Mitgliedern zukünftig
die Geburtstagsgrüße per E-Mail versenden. Oh. Dankeschön. Danke sehr. Der Geschenkrabatt in den Fanshops von den zusätzlichen 10%, der bleibt dabei selbstverständlich erhalten. Danke für den zustimmenden Applaus diesbezüglich. Da ich aber gesagt habe, dass wir unseren Fokus zukünftig auch stark auf unsere Kinder ausrichten, also auf unsere Kiddies und das Team 030, das Team 030 wird die Geburtstagsgrüße auch per E-Mail erhalten, aber unsere Kinder bis 12 Jahre, die werden zukünftig weiterhin per Post ihre Geburtstagsgrüße erhalten. Da wird die Geburtstagskarte auch nur durch eine Personalisierung aufgewertet werden. Und die jungen Mitglieder haben dann auch die Möglichkeit, sich mit dieser Geburtstagskarte in den Fanshops ein kleines Präsent abzuholen. Dankeschön. Und ganz kurz eine Servicemitteilung. Wir werden auch die Telefonzeiten der Mitgliederbetreuung ein wenig einschränken aufgrund der Personaleinsparungen. Die generellen Telefonzeiten werden ein wenig eingeschränkt im Bereich der Mitgliederbetreuung. Da werden die Zeiten reduziert, die übrigen bleiben gleich. Die genauen Telefonzeiten werden wir euch dann mitteilen, an dem ihr die Mitgliederbetreuung zukünftig erreichen könnt. Das Ziel soll es sein, dass wir einen kompakteren Service anbieten, den aber zu reduzierteren Zeiten. So, und jetzt möchte ich noch auf den Mitgliederspieltag am 11.11. gegen unsere Freunde vom KSC hinweisen. Auch hier bieten wir für unsere Mitglieder einiges an. Die Mitglieder haben die Möglichkeit, ein Ticket zu kaufen und eins kostenlos dazu zu bekommen. Das geht bis zu maximal 5 Tickets. Also wenn ihr 5 Tickets kauft, kriegt ihr noch 5 zusätzlich dazu. Ich hoffe, ihr macht alle reichlich Gebrauch von diesem Angebot, dass wir ein volles Haus haben gegen den KSC. Denn auch an diesem Spieltag werden wir, ihr habt es heute gemerkt, die Ehrungen waren relativ kurz, weil wir auf die Ehrungen auf der Mitgliederversammlung, wie wir es in den vergangenen Jahren getan haben, der 25-jährigen Jubilare verzichtet haben. Das ist vor allem dem geschuldet, dass wir jetzt doch die eintrittsstarken Jahrgänge haben, deren 25-jährige Mitgliedschaft sich nähert, nämlich diejenigen, die direkt nach dem Aufstieg 1997 und dem Erreichen der Champions League 1998, 99 unserem Verein beigetreten sind. Also wir hätten dieses Jahr knapp 500 Mitglieder, die seit 1998 Mitglied bei uns sind. Danke auch dafür. Nächstes Jahr wären es über 900. Also eine Ehrung auf der MV, das würde dann jeglichen Rahmen sprengen. Um die Mitglieder aber gebührend zu ehren, wollen wir den Rahmen schaffen und sie im Rahmen des Spiels gegen den Karlsruher SC dann im Stadion zu ehren. Das ist auch ein Beispiel. Die Mitglieder sind bereits alle informiert, die freuen sich auf dieses Spiel. Und das ist ein Beispiel für kreative Lösungen, die wir suchen, um trotz notwendiger Kostenreduktion den Fokus auf unsere Mitglieder zu legen und euch nicht irgendwie das Gefühl zu geben, ihr kommt zu kurz. Ganz im Gegenteil, ohne euch wäre dieser Verein nichts. Wir danken euch für eure Unterstützung und wir hoffen, dass wir dann beim Spiel gegen den Karlsruher SC, ihr habt die Zahlen gesehen, dann unser 50.000. Mitglied begrüßen dürfen und das dann im Stadion auch gebührend zu feiern. Also, lasst uns zusammen magische blau-weiße Momente schaffen. HOE! Hierzu hat Tom Herrich das Wort. Lieber Herrich, könnt gerne noch einen Moment warten, bis die Ruhe einkehrt. Ich denke, wenn wir jetzt hier das Licht ausmachen und Sie an der Leinwand zu sehen sind, dann wird auch automatisch das ein bisschen ruhiger werden. So, also herzlich willkommen und vielen Dank für Ihren Bericht jetzt. Bitte sehr. Ja, vielen Dank. Vielen Dank, liebe Herr Tanerinnen und Herr Taner. Ich würde zu Beginn unserer Ausführungen der Geschäftsführung jetzt auch mit dem Jahresabschluss mit Datum 30.06.2023, also der abgelaufenen Saison, und mal die Gewinn- und Verlustrechnung vorstellen und die Bilanz, bevor ich auch mal in Ausblick komme für die laufende Saison, die Planung und den Ist-Stand. Ich glaube, das ist das Entscheidende.
weil die Maßnahmen, die wir getroffen haben seit November letzten Jahres und vor allen Dingen jetzt im Sommer, wirken sich natürlich erst in der laufenden Saison und dann mit dem Abschluss zum 30.06.24 aus. Nach wie vor haben wir herausfordernde und sehr schwierige Situation. Wir haben ein erneutes, erhebliches, negatives Betriebsergebnis erzielt. Die Gründe dafür sind hinreichend bekannt und auch gesagt worden schon. Mit ein expansiver Investitionskurs, Investitionen in die Lizenzmannschaft in den vergangenen Transferperioden, nicht in der letzten, mit langlaufenden Spielverträgen, die die Handlungsspielräume entsprechend reduziert haben. Darüber hinaus konnten geplante Transfereinnahmen eben nicht anteilig realisiert werden. Was wir jetzt tun müssen, das ist ja schon mehrfach auch bei der Vorstellung der Kandidatinnen und Kandidaten angeklungen, eine umfangreiche wirtschaftliche Konsolidierung und Sanierung, die wir betreiben. Die wesentlichen Effekte, das hatte ich schon genannt, werden diese Saison und am Ende dieser Saison spürbar sein. Wir müssen Kosten reduzieren in allen Bereichen, das haben wir schon getan. Wir haben mit dem Einstieg von 777 auch die wirtschaftliche Handlungsfähigkeit gewährleistet. Und zur Veranschaulichung habe ich ein paar Slides wie immer dabei. Ich habe auch den Hinweis aufgenommen, hier nicht zu granular zu werden und nicht zu detailliert. Aber im Überblick sieht man hier mal die Erträge. Und da wird schnell sichtbar im Bereich des Spielbetriebs. Das sind also die Ticketeinnahmen, haben wir uns natürlich deutlich gesteigert. Das ist dem Umstand natürlich Rechnung getragen, dass davor ja auch noch Corona war. Und natürlich eine tolle Entwicklung der abgelaufenen Saison. Hinten raus hatten wir ganz tolle Spiele, ganz viel Zuspruch. Da schon mal ein Riesendank. Das sieht man an den Zahlen, die wir erreichen konnten. Werbung, Handel meint immer auch Sport 5 und Merchandising, also alle Sponsoring-Einnahmen. Da sind wir in etwa auf Vorjahrsniveau gewesen, sind wir auch zum Normalbetrieb zurückgekommen in der laufenden Saison, wenn die allerdings aufgrund des Abstiegs in die zweite Liga natürlich ein wenig geringer sein. TV-Hörfunk, also die harteste Währung, die immer einhergeht mit der sportlichen Performance der letzten Jahre. Da sehen Sie schon, dass wir da, oder seht ihr schon, dass wir da deutlich heruntergegangen sind mit den Einnahmen. Und im Transferbereich genauso. Also da haben wir uns ja sehr verschlechtert. Also 22,6 Millionen weniger Transfers als im Vorjahr, Saison 21/22 resultiert eben, dass da auch viele Optionen, die wir in den Verträgen hatten, nicht aufgegangen sind. Verwaltung U23, U19, um es nicht zu granular zu machen, ich wiederhole mich gerne, sind Themen wie Geldwertervorteil, Abstellungsgebühren, aber auch die Corona-Hilfen mit 9,4, also relativ unverändert. Wenn wir mal zu der Aufwandseite kommen, wenn man mal die Aufwendungen sieht, der Personalaufwand nach wie vor, wir sprechen immer von der abgelaufenen Saison, nicht, dass man das verwechselt, ich komme dann nachher schon nochmal zum Ausblick für die laufende Saison, relativ stabil auf einem wahnsinnshohen Niveau. Ja, also allein da, das sind die Kosten für den Kader und sämtlicher Personalaufwand. Den, da greife ich schon mal vor, konnte man substanziell schon reduzieren um über 50 Millionen. Spielaufwand, da sind Kostensteigerungen von allen Dingen im Hospitality, im Personalkostenbereich entstanden, sodass da eine Steigerung vollzogen ist. Oder da sieht man, dass wir da eine Steigerung haben. Sachaufwand, das sind alles Dinge wie beispielsweise Provision Sport 5, aber auch sämtlicher Marketingaufwand, den wir da, und da werden wir uns auch deutlich reduzieren in der laufenden Saison. Transfers, da geht es vor allen Dingen um die Transferkosten und Aufwendungen im Hinblick der Beratungskosten, also Spielervermittler schlagen da zu Buche, immer noch nach wie vor sehr hoch. Verwaltung, Vereinszentrum und Sonstiges, da sprechen wir über die ganzen Kosten, was Mieten, Kfz, Recht, aber vor allen Dingen auch Beratungskosten angeht. Da sieht man ja auch eine deutliche Steigerung. Das ging einher mit dem Einstieg von 777 und dadurch gestiegenen Beratungskosten und alle anderen Kosten, Versicherung, Nebenkosten, Geldverkehr sind da zu subsumieren. Sachaufwand, das sind alle Kosten außer Personalaufwand bei der U23, U19. Also alles, was für den Betrieb da notwendig ist, Reisekosten mit zynischer Betreuung, Sportkleidung, Ferienschule,
All das findet sich darunter wieder. Zinsen, Steuern sind gestiegen. Ja, wir mussten höhere Zinsaufwendungen aufgrund der Aufnahme tätigen. Das sieht man hier sehr deutlich. Und da werden wir, haben wir uns eben leider, sind die Kosten gestiegen. Abschreibungen, Restbuchwerte, das sind immer die Abschreibungen auf die Spieler und die Abgänge, die sind bei, liegen bei 53,2 Millionen, etwas unter dem 10 Millionen unter dem Vorjahr. Da sind, wie gesagt, alle Abschreibungen drunter zu verstehen und die Restbuchwerte, die natürlich deutlich geringer jetzt in der laufenden Saison sein werden. Kommen wir mal zur Bilanz, wenn man das nächste Slide mal einblendet. Warten wir noch, bis das nächste Slide kommt, aber ich fange schon mal an. Zur Kommentierung des Anlagevermögens mit 33,2 Millionen deutlich gesunken. Darunter verstehen Sie ja die Spielerwerte vor allen Dingen, die da deutlich gesunken sind. Umlaufvermögen mit 92,2 Millionen, das ist deutlich gestiegen zu 38,9 im Vorjahr. Das ist bedingt durch die Beteiligung von 777. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten, schweres Wort. Darunter verbergen sich immer erfolgte Auszahlungen, die, die wirtschaftlich in die Folgejahre gehören, also Sonderzahlung Spieler, Spielervermittler, aber auch Versicherungen etc. Eigenkapital mit 5,4. Wir haben nach wie vor ein positives Eigenkapital im Verhältnis zum Vorjahr, aber signifikant nochmal gesunken. Da hatten wir 29,5 Millionen. Das ist dem Umstand eben Rechnung zu tragen, dass man wieder erhebliche Verluste in der abgelaufenen Saison verzeichnen mussten aufgrund der reduzierten Umsatzerlöse. Verbindlichkeiten mit 102,3, da vor allen Dingen zwei Positionen, die Anleihe mit 40 Millionen, die wir ja verlängert haben, und die Anspruchnahme von Krediten mit nahezu 40 Millionen, die wir da in Anspruch nehmen mussten im Verhältnis zum Vorjahr. Deswegen resultiert da die Erhöhung der Verbindlichkeiten. Und passive Rechnungsabgrenzungsposten mit 11,4 Millionen, das sind Einzahlungen, die wirtschaftlich die Folgejahre gehören, also so Signing Fee, Nike und Sport 5 aus der Vergangenheit, die über eben für einen gewissen Zeitraum über 10 Jahre zum einen und über 5 Jahre abgeschrieben werden und die sich da wiederfinden. Aber vor allen Dingen auch die Dauerkarten, die ja allesamt meistens vor dem 30.06. gekauft werden, aber die die neue Saison betreffen. Wenn ich es mal zusammenfasse, dann sind das ja keine guten Zahlen, sondern eher wieder eine Verschlechterung. Das bezieht sich, also wenn man den Konzernjahresfehlbetrag von minus 99,1 Millionen und ein operatives Ergebnis von minus 41,2 Millionen, das ist vornehmlich beeinflusst durch den Rückgang der Umsatzerlöse um 21,7 Millionen auf 117,6, insbesondere eben durch den Rückgang von Transfereinnahmen und TV-Erträgen, die da gefallen sind. Daraus resultiert, das sind die Hauptstellschrauben, warum es zum Steigerung der Verluste zur Vorsaison 21/22 führte. Positive Effekte sind die Verdopplung der Spielerträge, also der Ticketeinnahmen, aber auch der Steigerung Handelserträge, also Fan-Merchandising-Artikel. Das ist sehr erfreulich, dass wir da dank Ihnen, dank euch allen auch unglaublichen Zuspruch haben und das spiegelt sich auch da in den Zahlen wieder. Allerdings bei gleichbleibendem Personalaufwand in der abgelaufenen Saison und da komme ich jetzt dann auch zu dem Ausblick beziehungsweise den Kernaussagen der laufenden Saison. Und was haben wir im Sommer gemacht? Wir haben es vorhin gehört, wir haben über 30 Transferbewegungen durchgeführt. Also wir haben den Kader ja komplett nochmal neu gestaltet. Da schon jetzt mal ein großer Dank an Benny Weber, Zecke, Pahl auch, die diesen Weg uneingeschränkt mitgehen. Und wir können konstatieren, und das sind jetzt keine Planungen, die wir haben, sondern schon, die sind durch die Transfereinnahmen im Sommer ja schon realisiert worden, zum Großteil, zu 90%, dass seit Jahren endlich mal wieder die Einnahmen erstmals wieder nahezu die Ausgaben decken werden. Nahezu ausgeglichenes Betriebsergebnis, ich hatte es in der letzten Versammlung ja schon gesagt, wir wollten das eigentlich zur nächsten Saison, haben wir gesagt, es ist ein mittelfristiges Ziel, ein ausgeglichenes Betriebsergebnis wieder zu erreichen. Das wird uns in dieser Saison schon nahezu gelingen. Wir haben die Personalkosten, diese Zahl muss man sich immer mal vergegenwärtigen, um über 50 Millionen reduziert, die Sachkosten auf 24 Millionen und haben das Betriebsergebnis um 40 Millionen verbessert.
Da sind wir rund ausgeglichen, so bei minus 1,52 Millionen werden wir da hinkommen und kommen von über 41. Und wir haben die Verluste, werden wir um über 70 Millionen reduzieren, von 99 Millionen auf unter 30 Millionen. Das sind erstmal, glaube ich, gute Zahlen für die laufende Saison. Das drückt auch den Weg aus, den wir bis jetzt gegangen sind. Das heißt aber noch lange nicht, dass wir da jetzt durch sind. Sanierung ist immer ein Prozess, das wird uns länger begleiten und erfordert weiterhin, das ist vorhin schon auch angeklungen, die volle Disziplin aller Mitarbeitenden. Und an der Stelle, die Stelle möchte ich explizit mal nutzen, um allen für diesen Weg des letzten anderthalb Jahre zu danken. Wir kommen sicher später auch noch dazu, hier mal ein Wort zu sagen, aber ein großer Dank ging an alle, die da mitgewirkt haben, alle Mitarbeitenden, die Gremien. Ich möchte speziell an der Stelle mal den Aufsichtsratsvorsitzenden und Stellvertretenden Marius Marschall und Frank Kohler nennen, die unglaubliche Expertise da eingebracht haben, die ja das Kontrollgremium der Kapitalgesellschaft sind. Das ist ein freundschaftliches Miteinander, aber nicht nur hier, dass man sich, sondern sehr konstruktiv und freundschaftlich dazu, und das hat uns sehr geholfen. Allen, also, und da waren nicht nur die, sondern alle Gremien beteiligt. Großer Dank den Mitarbeitenden Geschäftsstelle, die da Unglaubliches geleistet haben. Kai hat es in seiner Botschaft ja gesagt, es war eine Teamleistung von allen. Mein großer Dank gilt denen, und jetzt gehe ich, das wäre jetzt erstmal der Bericht gewesen zum Jahresergebnis und zum Ausblick für die laufende Saison. Und danke jetzt schon mal für eure Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Herrich. Jetzt kommt so ein Moderationsteil, und das freut mich sehr, dass hierzu Frau Vera Krings uns wieder durch die Themen führt. Bitte sehr, Sie und der Tom Herrich und wer auch immer noch dazukommt, haben jetzt das Wort. Bitte sehr. Ja, Tom, vielen Dank für deine Ausführungen, vielen Dank für den Einblick in unsere Zahlen. Anderthalb Jahre bist du jetzt Geschäftsführer von Hertha BSC, das waren sicherlich anderthalb sehr bewegte Jahre. Wie fällt dein persönliches Resümee aktuell aus? Ja, wie hast du die Zeit erlebt? Also nicht leicht, ist völlig untertrieben, das war eine brutal schwere Zeit, die letzten anderthalb Jahre vor allen Dingen, aber ja, das letzte Dreivierteljahr, würde ich sagen, ich habe es schon mal irgendwie öffentlich gesagt oder bei euch, bei Hertha TV, das war die schwierigste Zeit meiner beruflichen Laufbahn. Vorhin ist es angeklungen mit der Lizenz, ja, das darf nie wieder passieren. Erstmal sind wir froh gewesen, dass wir die Lizenz erhalten haben. Das war wochenlanger Kampf und es stand auf Messerschneide, das muss man auch so deutlich sagen. Und deswegen habe ich auch, mein Dank gilt da eben allen, die da mitgewirkt haben. Und es war ein Inner Circle und die Leute haben zum Teil im Büro geschlafen. Und das möchte ich jetzt auch nicht überhöhen, sondern das möchten wir alle nicht mehr haben. Das ist aufgegangen, das ist geglückt. Es ging ja von Beginn auch meiner Tätigkeit. Eine Analyse kam vorhin ja bei der Vorstellung der Kandidaten heraus, haben wir schonungslos betrieben und festgestellt, da müssen wir jetzt ganz schön nachsteuern. Und dann haben wir den Laden letztendlich auch restrukturiert. Wir haben eine neue Führungsebene eingebaut. Ja, wir mussten die Anleihe verlängern, wir mussten die Lizenz, wir haben eine umfangreiche Sanierung begonnen. Und was bedeutet immer Sanierung? Es ist einfach zu sagen, ja, die Kosten müssen alle reduziert werden. Ja, müssen sie, logischerweise. Das sind harte Entscheidungen, täglich harte Entscheidungen, die nicht schwerfallen, die einem sau schwerfallen. Und das war so unsere Arbeit der letzten, vor allen Dingen des letzten halben Jahres. Wir haben es ganz gut hinbekommen. Ich habe ja schon einen Ausblick gerade gesagt auf die Zahlen der laufenden Saison. Das ist übrigens nur möglich gewesen, auch indem die Vorgaben, die wir da gestellt haben, nicht nur des Gesellschafters, sondern ich habe das mit dem Gesellschafter, dem Präsidium ja immer 1:1 abgesprochen, was die beiden Jungs neben mir, die Kolleginnen, geleistet haben mit den Vorgaben mit Paul zusammen. Das war schon erstaunlich. Ich habe es auch bei der letzten Versammlung gesagt, diese Herkulesaufgabe zu sanieren, die Kosten drastisch zu reduzieren und gleichzeitig einen wettbewerbsfähigen Kader auf die Beine zu stellen,
das ist unter Verlaub jetzt, man sieht es jetzt schon nach kurzen Wochen, ist euch gelungen. Und an der Stelle auch nochmal euer Dank. Das war mal so, so wie es losging und bisher. Du hast es zuletzt immer wieder betont und bist da auch sehr deutlich geworden, auch auf der letzten Mitgliederversammlung. Du sagtest, Hertha BSC ist ein Sanierungsfall. Jetzt ist fast ein halbes Jahr vergangen seit der letzten Mitgliederversammlung. Kannst du uns heute diesbezüglich noch mal ein Update geben? Wo steht Hertha BSC in Bezug auf diese Aussage heute? Ja, das habe ich jetzt schon, glaube ich, in meinem Bericht und vorhin schon auch gesagt. Das waren wir und das sind wir nach wie vor. Ja, und man darf jetzt nicht hier denken, ach, das sind ja ganz tolle Zahlen jetzt und wir werden ein fast nahezu ausgeglichenes Betriebsergebnis. Das ist immer Einnahmen decken die Ausgaben. Ja, das haben wir in den letzten 15 Jahren nicht geschafft. Das ist eine Gemeinschaftsleistung. Aber darf nicht vergessen, dass Sanierung weitergeht. Wir haben hohe Verbindlichkeiten, die abgebaut werden müssen in der Zukunft. Also wir haben eine Anleihe, die zurückzuzahlen ist oder möglicherweise verlängert. Aber wir müssen ganz viele Bausteine da jetzt bedenken. Und da gilt es halt dran zu bleiben. Das heißt immer, wir müssen Budgets vorgeben, die müssen aber auch eingehalten werden. Und das ist die große Kunst, dass man da sehr kostendiszipliniert das Controlling wöchentlich, monatliche Reports, damit man nachsteuern kann und auf dem Weg bleiben kann. Ansonsten wird das nicht funktionieren und das wird uns noch länger begleiten. Auch wenn ich gern was anderes sagen würde, es ist so und Sanierung ist Zeit. Und auch wenn wir jetzt ein gutes Ergebnis erwirtschaften werden, diese Saison, da können wir alle auch mächtig stolz drauf sein. Das wird noch ein langer Weg sein. Und alle Entscheidungen, die wir da getroffen haben, das ist deine Eingangsfrage, die sind harte Entscheidungen, die tun weh, da ringt man mit sich. Das ist menschlich manchmal, nicht nur manchmal, sondern menschlich extrem schwer. Aber mit der Rückendeckung aller, mit den Fans, Mitgliedern, aber auch in den Gremien, mit allen Mitarbeitenden. Wir haben da ganz tolle Leute, die unglaublich engagiert arbeiten. Hier sitzen zwei Vertreter davon, die wirklich rund um die Uhr für Hertha arbeiten und dann noch blau-weißes Blut in sich tragen. Also das macht Spaß. In wirklich schwieriger Zeit kann man sagen, auch es macht Spaß, weil man den Rückenhalt und das Vertrauen aller genießt. Ja, dieser Weg der Sanierung hat neben nicht unerheblichen Sachkosteneinsparungen auch zur Folge gehabt, dass im Personalkostenbereich der Verwaltung Mittel bzw. eben Stellen gekürzt werden mussten. Das mediale Echo war dazu auch recht groß, berechtigterweise. Natürlich, jede einzelne Stelle ist zu viel, aber wir sagen, das ist nicht nur Verwaltungsbereich, sondern wir haben ja im gesamten Bereich, im KG-Bereich, mussten wir über 80 Stellen kürzen. Das heißt nicht 80 Kündigungen, sondern 80 Stellen gekürzt, also Stellen wieder nicht neu besetzt, auslaufende Verträge nicht verlängert und in der, das ist ganz schwierig zu sagen, so minimalinvasiv ist es eben nicht, sondern jede einzelne Stelle tut weh, aber wir haben es versucht, so gering als möglich zu halten, aber was notwendig war. Und ich, ja, da kann man gar nicht sagen, ich glaube, das ist aufgegangen, sondern wir mussten halt brutalen Cost-Cut im Personal, aber auch im Sachkostenaufwand und die Notwendigkeiten waren da. Und man sieht ja, dass es möglich ist, auch ein leckgeschlagenes Schiff wieder fahrtüchtig zu machen. Und das waren die Zahlen dieser Saison, beweisen das ja schon. Ja, Sanierung, Restrukturierung und Konsolidierung, das sind so die drei Hauptschlagwörter der letzten Monate. Welche Themen haben den Club daneben noch bewegt? Also ich habe es vorhin angedeutet, immer diesen mit den Gremien, was uns, glaube ich, ich bin ja jetzt auch über 20 Jahre dabei, fast 23, dieses Zusammenspiel zwischen KG, Gremien und Fan und Mitgliedern, das ist uns gelungen und ich glaube, da ist das neue Präsidium in der Zusammensetzung oder das Präsidium in der jetzigen Zusammensetzung dafür verantwortlich. Das macht eine Menge Spaß, da ist eine Menge Vertrauen da in die handelnden Personen und umgekehrt. Das sind Themen gewesen, aber Mario sitzt hier, wird ja nachher auch nochmal was sagen. Das sind natürlich Themen, die muss man ansprechen. Und jeder, der mich so ein bisschen kennt, und glaube, hier sind ganz viele, die mich in den letzten Jahren oder kennen,
Das ist ein Weg, und ich spreche da eine deutliche Sprache, weil anders ist es nicht möglich. Man kann nicht Dinge kaschieren und lavieren, sondern muss es klar beim Namen nennen. Und wenn es halt nicht läuft und die wirtschaftliche Situation so ist, wie sie ist, das habe ich leider übernommen, und jetzt müssen wir das Beste draus machen. Und wir sind auf einem guten Weg, aber auch Rune Jahrstein, Fredi Bobic, das ist ein Thema, das Gesellschaften und Präsidium waren, ist natürlich Themenkündigung, du hast es angesprochen. Wir haben noch mit dem Thema Betriebsrat, was von in den Medien waren. Also wir haben ja alles mitgenommen, und kurz vor der MV muss dann unser Präsident auch noch ins Krankenhaus. Also das ist so ein Sinnbild, glaube ich, von Hertha. Aber ich bin ja, wie gesagt, über 20 Jahre dabei. Aber es geht in die richtige Richtung, die Themen gehen auf, der Rückhalt, Fanmitglieder, kein Lippenbekenntnis, sondern sieht man in Zahlen, die Zuschauerzahlen, Ostkurve Oberrang, die Fanartikel für Merchandising geht, also die Unterstützung ist ja da, wir hatten fast 66.000 Zuschauer zum St. Pauli-Spiel, da kriegt man Gänsehaut, das ist da, sagt man, das fühlt sich ja nicht an wie zweite Liga. Das stimmt, vielen Dank, Tom. Benni, damit kommen wir zum sportlichen Bereich. An der Stelle sei vielleicht erwähnt, dass unsere Ü32 deutscher Meister geworden ist. Ich glaube, bei der Ü40 läuft es noch. Aber Benni, Ende Januar bist du zu Hertha BSC zurückgekehrt. Es folgten sportlich ein paar sehr turbulente Monate, die schließlich auch in dem Abstieg in die zweite Bundesliga endeten. Was ging dir am 20. Mai und auch in den Tagen und Wochen danach durch den Kopf? Was hat das für eure Arbeit bedeutet im ersten Schritt, und wie bewertest du den Abstieg aus heutiger Sicht? Ja, der tut immer noch weh. Also erstmal hallo zusammen, auch von hier oben, aber er tut trotzdem immer noch weh. Also das kann man gar nicht schönreden, auch wenn wir uns auf die Situation grundsätzlich ja ein paar Wochen auch so vorbereiten konnten. Aber als es dann Fakt war und wie es dann auch einfach Fakt war, tat es natürlich weh und war, das haben wir damals auch gesagt, ja ein Sinnbild von dieser ganzen Saison, dass das Tor dann auch in so einem Spiel genauso fällt. Und ja, vielleicht hat man es in letzter Zeit wieder schon angefangen, so ein bisschen zu vergessen und zu verdrängen, aber dank an die Doku, da kann man es in der ersten Szene immer schön wieder sehen, da kommt der Schmerz dann nochmal wieder zurück. Also das vielleicht mal so, aber es ging natürlich auch in den Tagen und Wochen dann direkt darum, den Kopf hochzuhalten und dann halt nach vorne zu schauen. Also das war ja klar, das meine ich auch. Paul hat auch danach gesagt, so jetzt kann man für die Zukunft planen, und wir haben auch gesagt, jetzt gilt es, das Fundament zu stärken, und das war die Aufgabe. So hart es klingt, aber dadurch, dass der Abstieg schon eine Woche vorher feststand, hatten wir beide die Möglichkeit, eine Woche länger zu arbeiten. Wir haben direkt an dem Sonntag danach schon mit Großteil der Mannschaft gesprochen, haben ganz viele oder mit allen Einzelgespräche geführt, weil es für uns natürlich darum ging, mit wem gehst du vielleicht weiter, wo macht es keinen Sinn mehr, wer geht den Weg mit, wo haben wir aber auch vielleicht keine Idee. Und wir hatten einfach eine Woche mehr Klarheit und haben dann, glaube ich, schon in Wolfsburg gesehen, wo wir, ja, auch ein Ibo Maser hat gespielt, ein Pascal Clement, Tjaak Ernst, was uns total wichtige Erkenntnisse dann auch für den weiteren Weg einfach gegeben hat. Trotzdem, um da nochmal zurück, trotzdem tut es immer noch weh, keine Frage. Ja, und was folgte, war eine extrem intensive Transferperiode. 21 Abgänge, 12 Neuzugänge und 4 Leihgaben. Und ihr musstet in der Phase auch Kritik einstecken, Stichwort Jessica Gangkamp oder Lucas Toussaint. Du hast an einem Tag mal 75 Telefonate geführt. Ihr musstet gefühlt einen komplett neuen Kader zusammenstellen. Und auch aus finanzieller Sicht und aufgrund des Abstiegs waren die Bedingungen alles andere als gut. Wie sah euer Alltag aus? Wie seid ihr vorgegangen und was waren so die größten Hürden, denen ihr euch stellen musstet? Also Alltag war nicht ein Tag, sondern jeder Tag war speziell, weil man immer ja extrem viele Bälle auf der einen Seite hochhalten musste. Man musste viel telefonieren, aber es war vor allen Dingen eins, es war halt totale Teamarbeit. Das war Teamarbeit mit Kai, mit den Gremien, mit Tom, mit dem ganzen Finanzbereich, wir beide, mit Beratern, mit der Scouting-Abteilung. Du hast unglaublich viel
kommuniziert und musstest aber dann natürlich auch schauen, was ist zu welchem Zeitpunkt möglich und musstest natürlich auch extrem viele Optionen auf der einen Seite prüfen, auf der anderen Seite aber auch erst Themen lösen. Also vielleicht als ein Beispiel, ich glaube, wir waren uns alle sehr klar, deutlich, dass Dodi Lukubakio uns verlassen wird. Und das war natürlich ein Prozess, der sich dann aber auch über fast 2 Monate hingezogen hat, bis es dann endlich Fakt war. Und das war natürlich auch was, was uns schon ein Stück weit dann auch eingeschränkt hat. Aber das war so. Und da muss man halt Paul und seinem Team halt ein Riesenkompliment machen, dass er diesen Weg halt von Anfang an total mitgegangen ist, was ja im Prinzip unsere wichtigste Entscheidung in dem Augenblick gewesen ist, mit Paul, der den Verein kennt, der wirklich diesen Weg auch mitgegangen ist oder auch immer noch mitgeht, der auch die jungen Spieler einfach reinwirft. Also das muss man ja auch einfach sagen, wenn man jetzt in die Zahlen schaut. Ich glaube, in Düsseldorf hatten wir, glaube ich, 9 Spieler aus der eigenen Akademie im Kader gehabt. Inzwischen haben dies Jahr schon 11 gespielt, die bei uns ausgebildet wurden. Im Schnitt haben wir 3 oder 4 in der Startelf. Das ist der Weg, aber, und wir haben auch immer gesagt, es wird nicht nur mit den Jungen gehen. Und deswegen ging es natürlich, und dann vielleicht nicht ganz Alltag, ging es halt darum, eine Achse in der Mannschaft zu bauen. Und das war die Herausforderung, und das ging auch nur, dass wir gemeinsam sehr, sehr klar waren, was wir machen wollen, was wir suchen, aber uns halt auch nicht haben treiben lassen in der Situation, sondern da dann auch auf die Ruhe gesetzt haben und dann diesen Spagat natürlich hinzubekommen zwischen einem den finanziellen Anforderungen, die wir erfüllen müssen, aber auch mit dem Blick, dass wir am 26.06. in die Vorbereitung gestartet sind, Ende Juli schon das erste Spiel in Düsseldorf hatten und dann ehrlicherweise immer noch fast 5 Wochen das Transferfenster offen. Und das musst du erklären, und da ist es uns zumindest gemeinsam sehr, sehr gut gelungen, da ruhig zu bleiben und an der einen oder anderen Stelle aber dann auch mutig zu entscheiden. Und deswegen einen großen Dank an wirklich alle Beteiligten, weil das war eine riesen Teamleistung. Ja, seit dem 1. September ist der Kader jetzt vollständig, endlich. In dieser Konstellation haben wir 5 Spieltage in der 2. Bundesliga absolviert, davon 3 Siege eingefahren. Die Mannschaft findet sich mehr und mehr, und man merkt auch auf und neben dem Platz einen ganz starken Zusammenhalt und Teamgeist. Wie beurteilst du unsere aktuelle sportliche Situation, und wie sehen so die kurzfristigen Ziele aus mit Blick auf die kommenden Monate, aber auch vielleicht auf die restliche Saison? Also ich würde vielleicht das Spiel in Magdeburg aus der Rechnung sogar rausnehmen. Das war ein Tag, nachdem es beendet war. Und ich glaube, ja, die vielen Tore haben Spaß gemacht. Aber so richtig ging es eigentlich nach der Länderspielpause im September los. Und so haben wir es dann auch gesagt. Eigentlich ist das für uns ein gefühlter Neustart. Eigentlich müsste man jetzt in die Vorbereitung nochmal einsteigen und nochmal gehen. Und seitdem ist es echt positiv. Also wir sind echt, die Mannschaft findet sich einerseits immer mehr, man sieht es in den Ergebnissen, aber man sieht es halt auch, wie wir es schaffen, gegen Widerstände anzukämpfen, weil der Konstellation, glaube alle, die das Spiel in Kiel gesehen haben oder jetzt in Gelsenkirchen, das waren halt alles Spiele, wo wir uns auch gewehrt haben und die Spiele zum Schluss gewonnen haben. Wie schwer es aber auch ist, hat man auch, glaube ich, beim Spiel gegen St. Pauli gesehen, aber wir sind einfach auf einem guten Weg, und es macht Spaß, mit allen zusammenzuarbeiten. Und Kai hat es vorhin völlig richtig gesagt, wir tun gut daran, Schritt für Schritt natürlich zu gehen. Aber natürlich ist es auch unser Ziel, uns in dem einstelligen Tabellenbereich da vorne jetzt festzusetzen, um dann halt auch zu schauen, wo stehen wir dann zu Weihnachten tatsächlich. Klar. Benni, seit dem 1. Juli haben wir auch eine Frauen- und Mädchenfußballabteilung. Wie fällt hier aus sportlicher Sicht dein Fazit aus, und wie definiert ihr hier die mittel- und langfristigen Ziele? Also erstmal danke, dass ich dazu sprechen darf, aber vielmehr muss man an der Stelle erstmal, dass dieser Antrag je gestellt wurde. Ich glaube, das war einfach für den Verein riesig und gut, und dass wir diese Abteilung jetzt haben, und auch was Sofian Schaar, Tim Kauermann, Nico Frevel und wirklich, ich habe glaube ich die Hälfte noch vergessen, da jetzt geleistet haben in den Wochen und Monaten, ist Wahnsinn, und das macht einfach auch Spaß, und kann ich nur sagen, danke erstmal für den Einsatz an der Stelle.
Und dann ist es natürlich schön zu sehen, also die Ergebnisse haben wir vorhin schon gehört, wo die ersten Frauen stehen, das ist das eine, aber mit welcher Begeisterung dann auch sie auftreten, was das, glaube ich, auch bei den Zuschauern macht, wenn man die Heimspiele, die jetzt schon im Stadion auf dem Wurfplatz stattgefunden haben, sieht, macht es einfach Spaß und, sage ich mal, auch diese Vorfreude auf was Neues und das wird einfach unser Ziel sein, das immer weiter zu stärken an der Stelle und auch wenn du so viele Mannschaften übernimmst, geht es nie reibungslos. Das wissen wir aus der Zeit bei uns in der Akademie nur zu gut, was das auch bedeutet, da einen Trainingsbetrieb, einen Spielbetrieb, eine medizinische Versorgung. Da wird es auch das eine oder andere gehen, was wir auf der Strecke jetzt einfach noch aus dem Weg räumen müssen. Aber da freuen wir uns drauf, dass wir es angehen können. Und da macht Sofian einen riesen Job. Aber das wird vor allen Dingen das Ziel aus, sag ich mal, organisatorischer Sicht im ersten Schritt sein, dass wir Zug um Zug die Frauenabteilung enger an uns binden und da halt unterstützen, wo wir können. Aber erstmal sind wir echt froh, dass es so losgegangen ist und dass man auch so viel Unterstützung einfach von allen Seiten bekommt. Vielen Dank, Benny, an der Stelle. Zecke, lass uns gemeinsam auf die Akademie blicken. Wie stehen unsere Akademiemannschaften aktuell da? Vielleicht kannst du hier einen kurzen Zwischenstand geben. Ja, auch schön, dass ich hier sein darf und dass ihr hier seid. Ja, unsere Akademie oder wie Benny es schon angesprochen hat, unsere Jungstars, dazu wollte ich nur ganz kurz noch mal was sagen, neben Ibo Masa und vielen anderen tollen jungen Spielern, die wir haben, und noch mal zum Verständnis, weil viele kommen auch auf mich zu oder auch vorhin kam es ja auf, Toussaint. Da würde ich ein, zwei Sachen nur ganz kurz nochmal sagen, ohne es jetzt in die Länge zu ziehen. Ich verspreche es. Nein, aber das, ihr sollt es ja auch wissen. Von daher müssen wir uns da die Zeit nehmen. Jeder von uns, glaube ich, hier im Saal weiß, dass wir mit Lukas Toussaint einen unglaublich guten Spieler verloren haben, der Herz hatte, Leidenschaft, dass er, glaube ich, aus dem ganzen Kader vom letzten Jahr wahrscheinlich der mit der größten Laufleistung sowieso, aber auch den größten Siegeswillen mit auf den Platz gebracht hat. Wir alle wollten gerne, dass er unser Trikot weiterträgt. Nur leider kostet der junge Mann noch eine Menge und wir konnten uns ihn gar nicht mehr leisten. Und es gab keine andere Möglichkeit. Es gab auch keine anderen Vereine, die geboten haben. Und somit mussten wir, um überhaupt dann in die Vorbereitung der neuen Saison gehen zu können, mussten wir auch einen Spieler loswerden. Dodi war zwar auf dem Weg, einen Verein zu finden, aber wir hatten noch nicht die Unterschrift und somit mussten wir uns dann leider von Lukas trennen. War alles andere als schön und ich verstehe auch jeden hier im Saal, der sagt, das hätte man nicht machen dürfen, aber hätten wir es nicht gemacht, würden wir jetzt wahrscheinlich in einem anderen Saal sitzen. Von daher mussten wir es tun und ich bin froh, dass wir jetzt hier alle sitzen und dass es für uns weitergeht. So, das nur ganz kurz. Nein, und dann jetzt zu der schönen Aufgabe, die ich ausüben darf, den Übergang vom Profi, oder nein, besser gesagt von der Akademie zum Profi sein, begleiten darf. Wir haben richtig tolle Spieler in unserer Akademie, viele konntet ihr schon sehen, viele werdet ihr noch sehen. Und trotzdem wird es auch einige geben, die vielleicht den Weg nicht mit uns weitergehen werden. Das liegt aber daran, deswegen nur ganz kurz, das liegt daran, dass es viele Vereine in der Bundesliga gibt, in der ersten Bundesliga, die auch Interesse an unseren Spielern haben. Wenn wir denn davon kommen und sprechen mit den Jungs, und das ist jetzt gerade mit unter anderem meine Aufgabe, ich darf dann in die Gespräche gehen mit jungen Talenten, die dann entweder nur mit Eltern oder mit Beratern auch kommen. Und die haben dann teilweise schon Vorstellungen, da glaube ich, das ist schon ein kleiner Jungprofi. Aber das ist auch dem geschuldet, dass die Jungs natürlich auch von links und rechts immer Angebote jetzt bekommen. Dem wird ein großes wirtschaftliches Paket hingestellt, was wir nicht leisten können. Und wir können es dann vielleicht nur noch machen über Manpower. Manpower habt ihr vorhin auch gehört. Wir mussten halt auch Einsparungen machen. Das heißt also, wir haben bedauerlicherweise auch gute Mitarbeiter verlieren müssen und haben jetzt auf diesem Weg versucht, Leute zu gewinnen, ehemalige, die vielleicht nicht wirtschaftlich abhängig sind, aber ihre Zeit opfern, um uns zu helfen, in der Akademie die Jungs richtig auszubilden. Und doch bleibt da immer noch irgendwie der Moment, dass da einige große Vereine, ich werde jetzt keine Namen nennen, aber einige große Vereine aus der Bundesliga bei uns wildern und den Jungs den Kopf verdrehen.
An uns liegt es, Sie sportlich einen Weg aufzuzeigen, dass Sie sehen, bei uns können Sie Fußballprofi werden, schneller als woanders. Und deswegen freue ich mich jetzt schon, dass hoffentlich zeitnah unser Ibo Massa auf den Platz kommt, der leider in der Vorbereitung eine Verletzung erlitten hat. Und ich verspreche euch, wenn ihr erstmal auf dem Platz seid, werdet ihr euch noch mehr in ihn verlieben, weil der ist ein unglaublich guter Spieler. Wir alle konnten es schon sehen. Ich hoffe, die Verletzung heilt schneller, dass wir auch dann ihn auf dem Platz sehen. Ja, ein kleiner Applaus für ihn. Aber Ibo ist nicht alleine, wir haben auch ganz viele andere Talente und deswegen kurze Frage, Herr Weber. Wollen wir noch irgendwas heute mitteilen, dass einer sich hier etwas länger gebunden hat? Wir sind ja unter uns, oder? Meinst du? Nein, wir freuen uns, dass wir hier in dem kleinen Rahmen mitteilen können, dass wir uns mit Martin Winkler auf eine langfristige Zusammenarbeit verständigt haben. Danke, Zecke. Ja, Mathe steht für den Weg, den wir gegangen oder gehen wollen. Er hat, glaube ich, in der Saison auch schon bewiesen, was er zu leisten imstande ist. Und wir sind sehr froh, dass wir uns mit ihm auf die weitere Zusammenarbeit verständigt haben. Ja, und ganz kurz, weil Mathe leider nicht unter uns weilt, bei seiner Mama ist. Ganz kurz, ich sage nochmal ganz kurz, Mathe Winkler hat bei uns verlängert. Und wenn er nochmal tosenden Applaus, dann schicke ich Ihnen das gleich. Wartet, Mathe Winkler hat bei uns verlängert. Danke euch. Also das schicke ich Ihnen und allen Eltern mit jungen Spielern bei uns, dass sie sehen, was passiert, wenn die Jungs bei uns bleiben. So, gut. Nebenbei auch, haben einige schon gemacht. Kai, alles Gute. Werd erwachsen. Nein, wobei, Kai, nein, sorry. Dafür, ja, ich weiß jetzt nicht. Er weiß nicht mehr. Nee, seine Frau Lilo hat gesagt, Mensch, aber egal. Anders Thema. Ganz kurz zu unserer U23. Ist in die Saison gestartet. Mit einigen Siegen, jetzt auch mal ein paar Unentschieden und eine Niederlage. Machen sehr guten Job, sind ganz eng an der ersten Mannschaft dran. In der Länderspielpause haben wieder 8 Akteure bei der ersten Mannschaft mittrainieren dürfen. Einige konntet ihr auch sehen gegen Tennis Borussia im Freundschaftsspiel. Ist eine enge Zusammenarbeit vom Trainerteam der ersten und der U23. Machen einen guten Job, die Jungs entwickeln sich gut weiter. Kommen wir weiter zu U19. Unsere U19 ist ohne Punktverlust Tabellenführer. Das kennen wir mittlerweile. Und dazu muss ich sagen, wir haben dieses Jahr auch gerade den Fokus, legen wir auf den einzelnen Spieler, also dass wir sagen, wir wollen gar nicht die Mannschaft ausbilden. Ihr selber wisst, nicht eine ganze Mannschaft kommt in die erste Mannschaft rein, sondern nur der einzelne Spieler. Und obwohl die Mannschaft Kleingruppentraining und Individualtraining macht, funktioniert sie auch in der Liga. Der Applaus sollte lieber dem gelten, dass die Jungs sich weiterentwickeln. Platz 1 werden sie wahrscheinlich beibehalten, aber das soll nicht Ziel sein. Trotzdem ist es schön, wenn man gewinnt. U17. Unsere U17 ist aktuell auf dem 4. Tabellenplatz. Sie hatten einige unglückliche Punktverluste, wenn es um Punkte geht, haben aber ganz tolle einzelne Spieler in ihren Reihen. Leider haben sie halt auch mit vielen Verletzungen zu kämpfen. Dann gibt es in der U17 eine Europameisterschaft. Da sind dann viele, viele Jungs immer auf Länderspielreisen. Das heißt, wir haben kaum die Mannschaft beisammen, dass sie zusammenspielen kann. Das ist immer so ein schwieriger Jahrgang, die U17. Und doch machen sie jetzt einen guten Job, sind aktuell 4. Der Trainer hat aber versprochen, in der Tabelle will er klettern. Die Mannschaft will Meister werden. Von daher lassen wir uns mal überraschen, was das angeht. Unsere U16 aktuell auf einem 9. Tabellenplatz. Da ist es so, sie spielen als jüngerer Jahrgang gegen Ältere. Das heißt, gegen 1,5 Jahre Ältere.
dort machen sie auch einen guten Job, sind gute Jungs, die dann immer hochgeschoben werden in die U17, verzeiht, und auch von den jüngeren U15-Spielern. Das heißt, teilweise spielen wir mit 2,5 Jahre Jüngeren dort, da machen sie es sehr ordentlich in der Regionalliga. Unsere U15 ist auch Tabellenführer, rockt die Liga dort mit einem jungen neuen Trainer, der mit Patrick Ebert einen erfahrenen Spieler, noch nicht erfahrenen Trainer, aber erfahrenen Spieler an die Seite bekommen hat. Die Doppelfunktion mit beiden funktioniert sehr gut. Die Jungs haben einen schnellen Entwicklungsschub genommen. Unsere Mannschaften U14, U13 und weiter bis runter. Wir haben ja bis zu U9 runter, machen alle einen tollen Job. Ich will euch jetzt nicht jeden Tabellenplatz aufzählen. Andersrum gesagt, ich weiß es im Kopf jetzt auch nicht, müsste nachschauen. Aber auf alle Fälle machen sie alle einen guten Job da. Wir haben ein gutes Miteinander dort in der Akademie. Aber auch dort ist es so, dass uns Leute verlassen haben. Wir haben eine einheitliche Spielkonzeption. Wir sind auf einem guten Weg. Wir sind ja unter uns, können ja unter uns hier bleiben. Wir sind auf einem sehr guten Weg, mit unseren Freunden vom KSC eine Kooperation zu finden, wo wir Gemeinsamkeiten finden. Aber bitte, psst, weiß noch keiner. Aber da arbeiten wir sehr eng miteinander. Und hoffentlich, wenn unsere Freunde dann hierher kommen zu uns, dann können wir vielleicht mehr verkünden. So, das war es eigentlich von unserer Akademie, oder, Vera? Stark, vielen Dank, Zecke. Danke. Tom, dann lass uns abschließend nochmal einen Blick in die Zukunft wagen. Was erwartet uns in den kommenden Monaten und vielleicht auch in der Spielzeit 2024/25? Also es kann jeder so ungefähr ahnen, warum meine Arbeitstage so lang sind. Aber wenn Zecke kommt, dann dauert es. Ja? Aber mit seiner Leidenschaft und vor allen Dingen inhaltlich, da nochmal der Dank an das Team, an alle. Das hatte ich jetzt schon mehrfach gesagt und das kann man nicht oft genug sagen. Was wir tun werden, wir werden diesen Weg, der steinig ist, den werden wir weitergehen, konsequent weitergehen. Mit mir wird es das nur in dieser Form geben, solange ich da in der Verantwortung stehe, dass wir diesen Sanierungs- und Kurs konsequent weiter betreiben werden. Wir dürfen da auf keinen Fall in alte Verhaltensmuster wieder zurückfallen, sondern genau das, was wir jetzt auf den Weg gebracht haben, müssen wir einhalten. Das muss ins normale Arbeiten übergehen, in das normale operative Arbeiten übergehen. Und das ist der zweite Ansatz. Wir müssen auch mal wieder jetzt nach Krisenmanagement und Nothilfe ins normale Arbeiten überkommen, ins normale Operative. Ich glaube, der Sport ist da insofern ein bisschen abgeschottet davon gewesen, weil sie eben die Themen hatten, natürlich in der Transferperiode nicht, aber wir müssen da wieder uns den Themen widmen. Ja, da sind auch Themen hinten runtergefallen und nicht mit der Intensität verfolgt worden, die es bedarf hätten. Wir müssen uns den Leuten widmen, wir müssen unserer Organisationsstruktur widmen, wir müssen unseren Partnern, Sponsoren ganz anderes Aufmerksamkeit bringen, mit unserem Vermarkter zusammen. Wir haben ganz viele Themen, die wir ein bisschen vernachlässigen mussten auch. Kai hat es vorhin da in seiner Videobotschaft gesagt, er hat mich neulich auch gefragt, er ist jetzt auch neulich in der Medienrunde, wie denn der Zustand von Hertha wäre. Und er hat gesagt, wir sind von der Intensivstation, sag ich mal, runter auf dem Weg zur Normalstation, aber das ist kein Status quo. Ja, und deswegen, da müssen wir dranbleiben, konsequent dranbleiben, seriöses, konservatives, vernünftiges Wirtschaften und Handeln. Und das geht bei der Planung schon los und die Ergebnisse dieser Saison zeigen, dass wir da auf dem richtigen Weg sind. Vielen Dank. Ja, auch von mir vielen herzlichen Dank euch dreien an der Stelle. Also dann stelle ich fest und verkünde hiermit, dass Frau Noske, Herr Dr. Teter und Herr Sundaram neue nachgewählte Mitglieder des Präsidiums sind. Ihre Amtszeit beträgt jetzt noch den
Rest dieser Amtszeit zusammen mit den übrigen Präsidiumsmitgliedern, mit Frau Jüngermann, Herrn Mock-Stümer und Herrn Blesing sowie Herrn Drescher und Herrn Kai Berdenstein. Die neu gewählten Mitglieder. Ich möchte mich auch bei allen bedanken, die diese Veranstaltung heute möglich gemacht haben, die im Hintergrund gewerkelt haben. Allen voran den Mitarbeitenden von Hertha BSC, den Volunteers, der Mitgliederbetreuung, dem Sound. Vielen Dank. Vielen Dank an die Messe, dass wir hier sein durften. Danke für die Unterstützung. Und mein ganz, ganz herzlicher Dank geht an euch, ihr Mitglieder. Vielen Dank, dass ihr da wart. Und was wurde im Vorfeld nicht alles geschrieben? Hier droht eine Horror-Mitgliederversammlung. Ihr wart großartig. Wir haben der Öffentlichkeit Lügen gestraft. Allen Unkenrufen zum Trotz, die Hertha-Familie steht zusammen. Danke für diesen wunderbaren Nachmittag. Vielen Dank. Kommt gut nach Hause. Bleibt gesund. HOE.